Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen uns heute um den Mazda RX-7 kümmern und diesen hier erstmal auseinandernehmen und dann restaurieren und gucken, was so überbleibt. Wir verkaufen erstmal die übrigen Bauteile von unserem vorigen Auftrag und werden das jetzt hier erstmal auseinandernehmen. Gut, dann haben wir hier ein Stückchen Luftfilter, ein Stückchen Batterie, ein Stückchen Bremskraftverstärker. Ja, mal gucken, wie weit man das hier alles auseinandernehmen muss. Oh, der schöne Wankelmotor. Da muss man schon denn die Kurbelwelle zu raus haben. Okay. Dann sind wir von hier oben jetzt, glaube ich, an aufgeschmissen, ne? Ja. Gut, dann fahren wir das Auto doch schon hoch. Also können wir Karosserieteile schon mal rausnehmen, die es nicht mehr braucht. Es ist nicht sehr viel dran an dem Fahrzeug, was Karosserieteile angeht, ne? Also das ist schon gut abgewrackt. Da war schon wieder fleißig, aber das soll uns nicht stören, das bauen wir alles neu dran, das kriegen wir schick. So, ich muss ja sagen, ich bin persönlich eigentlich gar nicht so ein großer Fan von Mazda. Also diese Fahrzeuge, ja, gut, ja, nö. Ich glaube, der 323 war viel auf der Straße zu sehen, aber ansonsten war das jetzt alles nicht so, was wo ich sagen würde, muss ich unbedingt haben, brauche ich unbedingt, finde ich schön. Also auch so der MX, die MX-Serie dort und sowas, das war alles. Nee. Aus meiner Lehre ein Bekannter, der hat bei Mazda gelernt und der hat auch immer einen gefahren und fand das ganz toll, das Auto. Ich konnte dieser Faszination, ich konnte hier nicht so ganz folgen, muss ich zugeben. Aber gut, das soll jetzt keinen Abbruch schaffen, wir bauen das Ding hier trotzdem auf. Ich meine, ich glaube, auch Jeep ist jetzt nicht unbedingt so mein Auto. Das haben wir jetzt auch alles schön gemacht. Aber bei dem RX-7 hier bin ich mir ganz sicher, dass ich den dann, wenn ich den jetzt fertig habe, auch verkloppen werde. Das ist nicht unbedingt das Geld deswegen. Also, ach, ich habe da genügend Autos noch, glaube ich, in der Garage, die ich auch so noch loswerden würde. Aber ja, nee. Ach, muss ich nicht in der Garage haben. Ich werde den RX-3, werde ich auch wenn er niedlich aussieht, den werde ich genauso versteuern. Und das ist schon ein Klassiker eigentlich, ne? Oder MX-3 oder wie der heißt? Nee, RX-3 hieß der, ne? Der ist schon wieder Baujahr 78, der ist ja älter als ich, ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und aber diesen hier bauen wir auf, verkaufen ihn. Da freut sich bestimmt jemand anders, der dieses Fahrzeug mehr zu schätzen weiß als ich. Über unser gelungenes Restaurieren, natürlich. So. Aber das hier vorne ist erstmal ganz Steno aufgebaut. Das ist ja quasi, also das ist glaube ich auch die erste Vorderachse, die ich erstmal gebaut habe, sah genau so aus. Mit dem Achsschenkel A und so. So, dann die Antriebswelle raus. Interessant, dass der auch wieder das Heck angetrieben ist. Von dem schönen Getriebe hier. Ah, das ist wieder ein lustiges Gekaufe hier, die Rotor A und Rotor B Teile, wenn ich die wieder durcheinander bringe. Ich hoffe, dass es mir nicht, dass ich es diesmal ein wenig besser hinbekomme als beim Dreier. So, runter damit. So, jetzt geht's los. Was muss jetzt hier ab? Das sagt, ich brauche die Kurbelwelle und das kriegen wir wieder bloß von oben. Alles klar. Gut, gut, gut. Dann machen wir die Hinterachse erstmal. Die können wir ja schon mal auch komplett auseinandernehmen. Das ist eine mit, ah, mit Birol-Federn und Stoßdämpfern. Die Angriffswelle. Habe ich eigentlich jemals, bin ich selber schon mal Mazda überhaupt gefahren? Ich bin jede Menge Autos gefahren, jetzt durch die Lehre auch und dies und das, ne? Da hat man ja dann doch einige Autos gesehen, aber gut, ich habe bei VW gelernt, dann da hat man dann doch schon den Fokus mehr so auf diese VW-Geschichten beziehungsweise Audi. Und da muss ich ja sagen, ich bin da ja, also wir haben da mal einen S3 gehabt. Also, man muss dazu sagen, ne, also der war sehr oft in der Werkstatt. Also die junge Dame, die dieses Auto geschenkt bekommen hat, hat es bekommen, weil sie jung und hübsch ist. Und ihr Gönner quasi etwas älter und wohlhabend. Da gab es auch lustige Geschichten drum, aber gut, ist halt so, ne? Sie hat quasi dieses Auto geschenkt bekommen. Als
Ja, wie man es nimmt. Also das könnt ihr jetzt selber euch denken, warum der ältere Herr der jüngeren Dame so ein Auto geschenkt hat. Die war halt eben, naja, sie war halt hübsch. Sie musste sich nicht viel Gedanken um andere Sachen machen, sie war einfach hübsch. Und dadurch ist sie gut durchs Leben gekommen. Ich möchte jetzt keine Vorurteile haben oder dies oder das, aber in diesem Falle, wenn man da welche hat, würden sie sogar stimmen so ein wenig. Ne? Also sie hat nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Und hat demzufolge auch einfach nicht verstanden, warum ein Poller an einem Parkplatz steht und warum man, wenn man denn ein Auto hat und gegen diesen Poller fährt, es nicht mehr weiterging. Also ist man relativ häufig wegen solcher anderes Auto angerempelt oder mal aus Parkplatz steht meistens. Sich geholt, ne? Oder im Parkhaus, okay, kann ich noch verstehen. Die sind manchmal relativ eng. Dass man sich da mal einen Kratzer wegholt, das kann mal schnell passieren, ist nicht schön, aber passiert, aber naja, cool. Aber den sind wir dann halt eben auch ab und zu, oder den habe ich dann immer dann überführen dürfen zur Lackiererei und die war halt nicht am Standort, sondern da musste man ein bisschen fahren dazu und alles solche Sachen und das war eigentlich, das war ein schönes Auto. Das ist so ein Audi S3, ne, also wenn ich mal das Geld über habe, irgendwann, sei es passiert sowas nochmal, dass ich nochmal Geld so viel über habe, dass ich da sagen kann, ich kann so viel Geld ausgeben für ein Auto, ohne dass es mir wehtut und vor allen Dingen, ich kann es mir auch leisten, weil das ist ja nicht einfach nur, dass du das Auto kaufen kannst, weil du musst das ja dir auch leisten können im Unterhalt. So ein S3, der kostet halt mehr als wie so ein Polo, ne? So ein Polo, ich weiß gar nicht, wenn ich hier eine Versicherung bezahle, das ist so ein Monat, das ist ja fast lächerlich. Im Vergleich zu so einem S3. So, wir haben auseinandergebaut. Das ging schon mal fix. Dann machen wir jetzt nochmal die Reifen auseinander. Findet ihr das? Die Farbe, das habe ich gut getroffen, ne? Doch, die Farbe habe ich gut getroffen. Da könnte man mich nochmal für loben. Danke. Nein, muss nicht sein. So, auseinandernehmen. Bin ich komplett raus, ne? Die Farbe hat mich jetzt so irritiert. Ja. Ja, achso, bei der Polo, der kostet ja fast nichts, ne? Also. Ich meine, ich habe, wo der Audi TT rauskam, um jetzt nochmal so von so leistbaren Traumautos, also was man sich wirklich leisten könnte, so ein Audi TT hat natürlich auch was. Klar, logisch, wenn du den 1.8T kaufst, sonst irgendwas, das 150 PS oder der Haube, ist jetzt nicht unbedingt was, womit du den dicken Macker auf der Autobahn markieren kannst, ne? Also da gibt es Autos, die durchaus dich denn da richtig versägen und du guckst dann ein bisschen in die Röhre. Aber alleine die Optik macht schon ein bisschen was her, ne? Ich meine, ist kein Familienauto, nix, wissen wir alles. Habe ich nicht, brauche ich nicht und von daher kann ich sowas, könnte ich sowas mir auch geben, ne? Aber klar, praktikabel ist es nicht. Willst du mal irgendwas Längeres zu transportieren, brauchst du mal irgendwas vom Baumarkt, sei es nur so ein 2,50 Meter lange Holzlatte, weil du dir einen Galgen bauen willst oder sowas, dann ist das Ding nicht praktikabel. Wobei ich jetzt sagen muss, also aktuell, ne? Also wirklich jetzt, aktuell, was ich so richtig toll finden würde, wenn ich das Auto bekommen würde und wenn ich sagen dürfte, das wäre wahrlich ein Ford Mustang der letzten Baureihe. Die fand ich, die sehen gut aus und ich meine, der ist auch leistbar. Ich meine, okay, Ford Mustang muss man sich natürlich dann in dem Maße auch kaufen, dass man sich sagt, mir ist das Schnuppe, ne? Also ich kaufe mir jetzt hier nicht die 37.000 Euro Variante, so viel kostet hier quasi die kleinste Variante davon. Nein, ich kaufe mir jetzt natürlich, weil ich unvernünftig bin, genau die Variante, die halt so den Mustang ausmacht, ne? So einen schönen satten V8 und sowas, ne? Die kostet natürlich dann 50.000. Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, der Optik wegen möchte ich da ganz gerne so ein Auto haben, dann kann man sich das Ding für 37.000 durchaus leisten. Das geht, ne? Also es ist jetzt natürlich dann nicht, achso, die ganze Dingsgeschichte muss man machen, Schlussdörfergeschichte. Es ist natürlich nicht, wenn du diesen Ecotec-Dingsbums-Motor kaufst, aber er hat trotz dessen, glaube ich, 300 und ein bisschen Watt PS, 309 oder 305 PS oder irgend sowas. Das ist schon, das kann man sich schon mal geben. Also, damit kann man durchaus so ein klitzebissel auch auf der Autobahn schon mal sich anlegen mit den
Achso, Radnabenlager braucht auch 4 Stück. Mit den anderen Fahrern, da versicht eigentlich jeder unbedingt gleich, ne? Das ist schon. Ist schon ein bisschen was anderes. Klar, logisch, man kauft sich nicht das Auto, um auf der Autobahn einen dicken zu machen, man kauft sich das Auto, um Spaß zu haben beim Fahren, klar. Soll man auch nicht machen, ne? Also, wie gesagt, das bringt ja nichts da irgendwie. Ja, also ich meine, das heißt nicht unbedingt umsonst illegale Straßenrennen, also man soll keine Straßenrennen damit betreiben. Zweimal. Oh, was habe ich jetzt gekauft? Substantialgetrieben V12? Warum? Nein! Klickt. Verdammt. War aufs Domlager. Manno! So, was ist das für ein Axträger hier vorne? Kurz. Vordere Axträger kurz. Gummi. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Den sind es, glaube ich, von denen. Ah, ich glaube, das hier ist wieder 18, ne? Wieder 18. Und das sind 1, 2, 3. Ja, also 8. So. Dann haben wir das auch schon. Ne, also jetzt nicht, dass jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, hier zu sagen, huiuiui, weil er jetzt so ein Auto hat, dann will er unbedingt Straßenrennen. Nein, das macht man natürlich nicht damit. Also man ist einfach nur mal schön, ne, wenn man mal überholen muss, schnell irgendwo, dann kann man halt eben mal auch die Leistung nutzen und dann ist das gut. Und so andere Sachen, so eine Ampel dann da ein versägen, sonst irgendwas, macht man natürlich nicht. Ne? Also, hört sich nicht. Vielleicht mal ganz böse Ärger mit. So. Fehlt mich hier schon wieder Kopf und Kragen, merkt das schon wieder. Ich hab schon wieder so viel dummes Zeug. Das ist nicht gut. Oh, auseinanderbauen. Zahnstange auch nicht repariert, die krieg ich. Das ist natürlich. So, Koppelstange, da braucht man die A zweimal. Dann braucht man eine Zahnstange. So, Spurstange zweimal. Und einen Spurstangenkopf auch zweimal. Dann braucht man den Achsschenkel. Typ A. Ne. Hier, vorderer, genau. Der hintere. Oh. Ist das der oder ist das der Typ D? Moment. Ich nehme eine Miste, es rappelt in der Kiste. Typ A, ja. Dachte ich doch. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Typ A. Weil da haben wir ja bloß noch einen gehabt, der andere war ja kaputt. Den haben wir nicht repariert gekriegt. So. Oh, der Gelenkschutz auch nicht. Gottes Willen. Gelenkschutz Vorderachse. Nehmen wir noch was. Und ja. Das wäre so ein, also wie gesagt, so ein Mustang, das wäre schon. Oh, Radnabe geht auch nicht. Radnabe. Oder Radnabe. Das wäre echt, also ich würde. Ja, nee, doch. Also wenn ich das wäre jetzt so das nächste Auto, wenn ich sagen würde. Okay, ich habe mal richtig Geld über, dann kaufe ich mir so ein. Also, was vorher so der TT war, ne? Wo ich das gesagt hätte, so, ja, wenn ich das Geld über habe, kaufe ich mir ein TT. Das hat jetzt so, der Mustang hat das so ein bisschen abgelaufen. Gab mal in der, welcher Saison war das? Formel 1 Saison vor 2 Jahren, glaube ich. Da gab es bei Radio Television Luxemburg, das N steht für Niveau, bei dem Sender gab es immer einen zu gewinnen, während der Formel 1. Und irgendwie habe ich mich da ja so ein bisschen in das Auto verguckt, ne? Da habe ich das so gesehen und dachte mir so, wow, der sieht echt nicht schlecht aus. So ein, das könntest du dir vorstellen. Brauchen wir auch 2, ne? Also so einen, den könntest du dir echt, da hättest du Spaß mit, ne? Aber naja. Aber ich konnte mir leider Gottes, wo ich dann ein Auto kaufen musste, ich musste es kaufen, wo mein altes kaputt ging, konnte ich mir leider nur ein Polo leisten. Ne? Hat dann noch, immerhin auch noch, ich glaube 7.000 Euro gekostet, oder 7.500 sogar, zu dem Zeitpunkt. Also ist jetzt nicht ganz kostengünstig gewesen, aber für mehr hat es dann erstmal nicht gereicht. Ne?
Und ich mag ungern Kredite haben. Und deswegen, da bin ich ein bisschen eigen. Ne? Ich möchte nicht in Schulden oder so oder wo das dann so ein bisschen ausartet. Deswegen habe ich dann eben halt auch gesagt, den muss ich dann irgendwie bezahlen können, den Wagen. Klar, logisch, dass ich da wenn ich Mustang bezahlen kann, dann muss ich ja. Da muss ich meine Lebensversicherung auslösen oder sowas. Also das geht natürlich gar nicht jetzt, ne? Oh Gott, war auch nicht. Rotorwelle. Da unterschiedliche. Wo ist er denn? Da. Das kann man sich natürlich nicht lassen. Ich weiß gar nicht, was so ein Mazda in sportlich kostet zurzeit. Oder was er generell kostet. Wieso kann ich hier ein Rad dran schrauben und dann drüben noch nicht? Achso, da habe ich noch nicht. Hab ich das noch nicht in der Mitte vom Rad fertig hier mit dem Plattennamenlager. Alles klar. Ich habe mich gerade bloß gewundert, warum ich hier das Geisterrad noch nicht sehe. So, da ist es. Alles klar. Dann haben wir die Vorderachse soweit durch. Wir gucken auf die Uhr. Wir haben die Viertelstunde voll. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir morgen dann die Auspuffanlage, die Hinterachse und den Motorraum fertig und übermorgen den Rest. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.